Hallo und herzlich willkommen zu den Most Actives hier live vom Frankfurter Börsenparkett. Zur Mitte der Woche, da pendelt der DAX um die 15.000-Punkte-Marke. Heute Morgen hat er es verpasst, ein weiteres Rekordhoch zu markieren. Bei 15.026 Punkten war Schluss, also unter den 15.030, dem gestrigen Höchststand von gestern. Aktuell pendelt er unter der 15.000-Punkte-Marke bei 14.992, minus 0,1% und legt zumindest mal einen kleinen Zwischenhalt ein, so kurz vor grünen Donnerstag. Morgen ist ja dann in dieser verkürzten Handelswoche schon der letzte Handelstag der Woche vor Ostern. Ja, und es erreichten uns hier neue Hiobsbotschaften aus Deutschland in Sachen Lockdown. Ein Brandbrief von Kretschmer und Söder, die wollen, dass wir tatsächlich hier in einen härteren Lockdown gehen. Und Ausgangsbeschränkungen hat Hamburg heute schon verkündet. Scheren wir uns mal nicht darum, sondern um die meistgehandelten Werte des Online-Brokers Flatex. Auf der Kaufseite haben wir dann nämlich heute folgende 5 Werte anzubieten. Warta, Biontech, 88 Energy, Plug Power und Steinhoff. Und wir gucken als erstes mal Warta an, denn der Hersteller, laut eigenen Aussagen, ist man ja Weltmarktführer bei den Knopfzellen, hat wunderbare Zahlen vorgelegt, den Gewinn steigern können, enorm sogar. Auf insgesamt muss man sagen, tatsächlich 95,4 Millionen Euro, 90% gestiegen. Also man hatte ja im Februar schon so Andeutungen gemacht, dass das Ganze gut ausgehen würde. Der Umsatz auch nochmal um 140% gestiegen, weil man ja jetzt auch schon wieder die Haushaltsbatterien mit dazu genommen hatte. Die waren vorausgelagert, die sind jetzt wieder mit dabei. Dementsprechend der Umsatz 870 Millionen Euro. Also das kann sich sehen lassen und die Dividende hat man auch direkt mal von 2,48 Euro, die man auf der HV vorschlagen möchte. Also das kann sich für die Aktionäre sehen lassen. Die Aktie heute im Handelsverlauf auch schon mal bei 135,50 Euro. Allerdings ist der Gewinn wieder abgebröckelt auf diesem Niveau, denn über der 135 bzw. über der 130 Euro Marke, da kommen dann auch wieder Verkäufer rein. Jetzt aktuell die Aktie mit 127 Euro nur noch leicht im Plus. Die zweite Aktie, die wir uns angucken wollen, auf der Kaufseite BioNTech. Es vergeht ja kein Tag ohne Meldung von BioNTech, dem Mainzer Impfstoffhersteller, weil heute hat man 100% Wirksamkeit in der Altersgruppe 12- bis 15-Jährige festgestellt und vermeldet. 2260 junge Menschen waren es in Amerika, die von Pfizer, dem Kooperationspartner, getestet wurden. Und tatsächlich 100% Wirksamkeit ist mal, das kann sich sehen lassen. Bisher war ja der Impfstoff von BioNTech und Pfizer nur bei 16- bis 25-Jährigen und älteren Menschen darüber hinaus getestet worden. Und jetzt wird man natürlich bei der EMA und der FDA die Zulassung einreichen, die Daten, die man gesammelt hat, für eine Zulassung auch in dieser Altersgruppe, nämlich den Jüngeren, damit man dann auch im zweiten Halbjahr, zumindest in den USA, dann einen sehr erfolgreichen Impfstart auch in dieser Gruppe wird hinlegen können und einen uneingeschränkten Schulzugang gewährleisten wird. Die Aktie heute, nachdem sie gestern schon 8,9% zugelegt hatte, vorbörslich in Amerika noch mal plus 3,3% unterwegs. Wir blicken auf die andere Seite, auf die Werte mit den roten Vorzeichen. Die meist verkauften Werte des Online-Brokers sind Warta, BioNTech, Plug Power, Neil Asa und Volkswagen. Und wir haben eine kleine Vermeldung bei Volkswagen, eine kleine lustige Ente, ein vorgezogener April-Scherz sozusagen. Denn es gab tatsächlich Gerüchte und Meldungen auf der Webseite von Volkswagen USA, dass man das Unternehmen unter Umständen umbenennen könnte von Volkswagen in Volkswagen, also Volkswagen. Im Sinne von Elektro, und das Ganze war dem ID4, der Einführung des Elektroautos, geschuldet und man hat sich damit so ein bisschen einen Schmunzler erlaubt. Die Aktie gestern ja plus gute 4% unterwegs. Der ein oder andere Marktteilnehmer fand es nicht so lustig, aber in Social Media kam es definitiv gut an, dieser Marketing-Gag. Heute die Aktie allerdings größter Verlierer, wenngleich sich der Verlust von 1,2% nicht ganz so dramatisch auswirkt. Man muss auch ein bisschen Humor haben in diesen Zeiten, denn es ist ja von sehr vielen auch eher mal, naja, sagen wir mal, kritischeren Nachrichten geprägt. Da finde ich so eine News, dass man sich in Volkswagen umnennt, persönlich offen gestanden, eher mal ganz unterhaltsam. Ich wünsche Ihnen gute Kurse, bleiben Sie gesund und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, Ihr Patrick DeWay.